much love. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Runde Skywars auf der Map Palermo. Und ich habe gerade nicht viel Zeit, deswegen hoffe ich, dass die Runde hier ganz gut klappt. Wir sammeln einfach schnell die Kisten hier. Auf jeden Fall werde ich in letzter Zeit viel gefragt. Sarah, bist du eigentlich bei Hashtag Soro mit dabei? Und zwar ist es das Projekt von dem lieben Unge. Und ja, ich denke mal, die meisten haben das schon mitbekommen von euch, die hier Minecraft schauen. Und ich werde das halt die ganze Zeit in Streams gefragt. Also, sorry, ich habe auch vor lange kein Minecraft-Video mehr gebracht, weil ich lieber streame. Falls ihr das nicht mitbekommt, dann empfehle ich euch unbedingt die Glocke zu aktivieren, weil ich einfach jeden zweiten Tag, würde ich jetzt mal behaupten, streame und irgendwie, ja, verpassen das richtig viele Leute immer und kriegen das gar nicht mit, dass ich streame. Also sage ich das jetzt hier schnell am Anfang. So, auf jeden Fall geht es in dem Projekt von Unge, um es kurz zusammenzufassen, dass 100 Leute auf einer Survival-Map spielen und es geht eigentlich nur ums Überleben. Ja, eine bessere Version von Varo, würde ich mal sagen, beziehungsweise ob die besser ist, weiß man nicht. Ist halt mal wieder eine Abwechslung, deswegen ist das jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Auf jeden Fall kann man halt auch mit anderen Leuten teamen, was ich ziemlich cool finde. Man kann theoretisch auch ein Dorf aufbauen. Also eigentlich kann man so gut wie alles machen. Und wenn man stirbt, dann ist man halt endgültig tot. Also ich weiß, ich finde die Idee richtig nice. Wie gesagt, können halt 100 Leute insgesamt bei dem Projekt mit dabei sein. Was kann man noch sagen? Was ich halt dieses Jahr besonders cool finde, ist halt, dass endlich auch mal kleinere YouTuber die Chance haben. Kann auch so eine Sarah wie ich theoretisch mitmachen. So, gut, dass wir den auch noch bekommen haben. Naja, das fand ich halt immer schade, weil ich glaube, von jedem YouTuber war es auch immer so ein Traum, ja, irgendwann werde ich bei Varo mit dabei sein. So, die Chance war bei 0,00001%, aber man hat die Hoffnung nie aufgegeben. Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen hippelig, weil ich gerade richtig gut drauf bin und so. Also, sorry dafür. Auf jeden Fall gehe ich jetzt einfach gar nicht weiter auf das Projekt drauf ein. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass jetzt auch kleinere YouTuber und Zuschauer die Chance haben, bei so einem Projekt mit dabei zu sein. Das wollte ich einfach mal anmerken, also echt riesiges Dankeschön an Unge. Auf jeden Fall hat er ja gesagt, man kann sich überall bewerben, auf Twitter, in den Kommentaren und so weiter und so fort. Dann habe ich mich dazu entschieden, okay, komm. Hä, warum bekommt er kein Knockback? Oh mein Gott, Leute, ich will nicht sterben. Ach, du Kacke. Was war das für ein Fight? Wartet. Muss kurz schwitzen, Leute. Ach, du Kacke. Hä? Hackt der irgendwie? Auf jeden Fall dachte ich so, okay, Leute. Mach ich jetzt mein Projekt mit oder nicht? Und da dachte ich so, ja, okay. Ich muss mitmachen, weil das immer so ein Traum von mir war. Aber echt, wie gesagt, von jedem YouTuber war es immer so ein Traum. Okay, irgendwann möchte ich bei so einem großen Projekt mit dabei sein. Und mit Unge und den Spielen, da war man ja auch eh so im Fangirl-Modus. Und wenn man die in irgendeiner Runde gesehen hat, dann, oh mein Gott, so in dem Sinne. Dann hat man erstmal in Minecraft einen Screenshot gemacht und sich wie so ein kleines Kind einfach gefreut. Also mega dumm einfach. Das war auf jeden Fall auch mega dumm. Da habe ich mich erstmal in den YouTube-Kommentaren beworben, aber dann hat so viele Leute geschrieben, dass ich so, okay, nein, das kann ich vergessen. Da habe ich einen Tweet geschrieben auf Twitter, da versuche ich noch einen lustigen Satz mit reinzubringen, der jetzt nicht mal unbedingt eine Lüge war. Ja, damit das halt ein bisschen heraussticht. So, ich weiß nicht, Yomaru zum Beispiel hat auch ein Video gemacht, das traue ich mich persönlich jetzt nicht, deswegen dachte ich so, okay, mache ich einen Tweet. Dann dachte ich so, ist schlauer jetzt wie für jeder meiner Timeline 1000 Tweets zu schreiben oder ist es besser, einen Tweet zu schreiben, weil ich weiß ja nicht, wie Unge so ist, ob er von sowas genervt ist oder ob ihn das zeigt, man hat mega Bock. Und da ist so, okay, nein, das ist eigentlich nicht meine Art, ich mache einen Tweet und chill einfach und hoffe. Dann hat er irgendwie noch einmal einen Tweet gemacht, so, ja, hier, ich gucke nochmal nach ein paar Leuten. Und da ist so, ja, weil sich jeder dann nochmal beworben hat, dann mache ich das auch nochmal. Ja, und da habe ich nochmal so geschrieben, ja, wie gesagt, hätte ich halt Bock. Dann war ich Mittwoch in Oldenburg, Vokatium und sowas und ich hatte einfach so einen stressigen Tag. Naja, so müde und dann muss ich noch weg und dann war ich wieder da und ah Gott. Auf jeden Fall komme ich dann so auf Twitter, schaue so meine DMs an. Das war wieder ein richtig guter Fight von mir. Auf jeden Fall habe ich so meine DMs geguckt, auf einmal eine Nachricht von Unge und ich dachte so, hä, was? So, ich weiß nicht, ich kam da gar nicht drauf klar. So klar, ich bin 18 und Minecraft und aber ich weiß nicht, das ist einfach so unbeschreiblich. Man freut sich einfach mega, dass man einfach die Chance bekommen hat. Weil, Leute, überlegt mal, wie viele Leute sich wohl für das Projekt da beworben haben und dann selbst ist man jemand, der so mit dabei ist und dann gucke ich so auf Discord. Ich habe halt eine Discord-Einladung bekommen. So, ja, wer ist denn noch so mit dabei? Gefühlt fast einen Herzinfarkt bekommen. Nein, okay, das jetzt nicht, aber ich fand das schon krass.
einfach, wer da alles so drin ist. Ich weiß nicht, ich werde es jetzt auch nicht spoilern. Ich weiß nicht, einige haben auch schon geleakt, dass ich dabei bin. Ich wollte das aber undercover in einem Video machen. Ich habe auch keinen Tweet gemacht, dass ich drin bin. Also, ich habe das einmal kurz im Stream angesprochen, weil es eh schon jemand bei mir geleakt hatte, was ich ein bisschen doof fand, aber aua. Auf jeden Fall wollte ich das halt erst in einem Video preisgeben, weil ich dachte so, ja, jeder postet das direkt auf Twitter, das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war ich echt mega, mega happy, dass ich die Chance dazu bekommen habe, weil ich habe halt in letzter Zeit auch nicht so viele Videos hochgeladen. Und das Projekt ist ja auch ein Streaming-Projekt und das mache ich ja auch wirklich aktiv. Also, falls jetzt auch irgendwer ankommt, so, ja, du hast es ja gar nicht verdient, aber Leute, überleg mal, ich mache schon seit, das ist einigen, glaube ich, gar nicht bewusst, seit September 2015 aktiv Minecraft-Videos. Und ich bin halt so einer von den alten Hasen, der immer bei Minecraft geblieben ist. Deswegen finde ich schon, dass ich das verdient habe. Ich glaube, viele dachten auch so, ja, sie hätte, also dass ich das wohl verdient hätte, dass ich nicht reinkommen werde. Davon bin ich auch ausgegangen. Aber ich dachte so, ja, man kann es ja probieren. Und ja, ich finde schon, das kann man mir gönnen. Also falls jetzt irgendwelche Nicht-Gönner kommen. Ja, ich spiele seit 2015 September YouTube Minecraft und bin immer bei Minecraft geblieben. Klar, habe ich auch Real-Life-Videos gebracht und sowas alles. Aber im Endeffekt habe ich nie mit Minecraft aufgehört und bin nie irgendwie den Hype hinterher gesprungen und bin dann auf einmal Fortnite-YouTuberin geworden und sowas. Und ja, ich bin echt mega, mega happy. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich freue mich schon mega auf das Projekt. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und ich bin einfach dankbar, dass ich diese Chance hier bekommen habe und eine von 100 sein darf. Also es ist einfach krass und unbeschreiblich. Und ja, ich weiß nicht, wenn man so bedenkt, wer so alles mit in dem Projekt dabei ist. Und dann denkt man sich so, wow, ich bin so eine davon. Und dann sind auch richtig viele Freunde von mir dabei. Hab auch Minimi-Checker war einer mit der ersten, der mit dabei war. Ich habe ihn das so gegönnt, weil es ist, also ich gönne das jeden an sich. Aber wenn das nochmal so Leute sind, die man selbst auch kennt, dann freut man sich einfach mega, so dass sie dabei sind. Und ja, für mich sah es da ja eh noch aussichtslos aus in dem Sinne. Komm bitte, lass mich jetzt nicht sterben. Ach Mann. Ah. Aber auf jeden Fall bin ich beim Projekt dabei. Ich bin mega gehypt und ich glaube und hoffe einfach, dass wir doch weiterkommen, als direkt als Erste zu sterben. Wäre auf jeden Fall ganz cool, auch für die Streams und sowas. Und ja, also Leute, wenn ihr auch gehypt seid, dann schreibt jetzt Hashtag Suro in die Kommentare. Alle, die das schreiben, werden angeherzt, weil das heißt, ihr habt das Video bis zum Ende geguckt und seid Ehrenmänner oder Ehrenfrauen. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert mich. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. So lost it, baby, beyond it. I can see you faded. I don't like to fade.